Ja, also gestern, das war natürlich ein ganz unglaubliches Erlebnis, also so eine Zeremonie mitzuerleben. Das habe ich nie gedacht, dass ich das hier erleben würde. Und ich war natürlich sehr, sehr aufgeregt und habe dann endlich abends ein bisschen entspannt und mich so richtig auch freuen können. Freuen kann man gar nicht sagen, weil ich denke, mit dieser Ehrung ist etwas ganz anderes, ist auch so eine Verantwortung verbunden. Und dieses Bewusstsein einfach, also das ist einfach dieses erneute Bewusstsein, warum man eigentlich arbeitet, das ist so wichtig. Und dass ich nun also Teil dieser Idee bin, irgendwie, das ist, ja, da finde ich gar keine Worte dafür, das auszudrücken. Ja. Das weiß ich auch nicht ganz genau. Ich weiß nur immer, dass dass Disziplin eine große Rolle spielt, erstmal. Und das ist eigentlich, also bei mir geht es im Laufe der Zeit so, dass mir erstmal Ideen. Es ist ganz schwierig. Man kann nicht einfach ein Gefühl, eine Idee umsetzen. Manchmal es passiert was ganz Kleines. Etwas, wo ich plötzlich sehe, und das habe ich dann auch in einer meiner Reden formuliert, das ist wie, als wenn plötzlich sehe ich was ganz Kleines. Ich habe gar keine Ahnung, was, warum, wieso, aber es ist wie so ein kleiner Schlüssel. Es ist wie, als wenn ein Licht angeknipst wird. Und dann plötzlich auf einmal ist da etwas, wo ich weiß, da ist was. Da muss ich also drauf eingehen und fange dann an, mit Fragen, mit Dingen darum zu gehen. Und das wächst plötzlich ganz alleine. Ne? Also etwas, aber es ist einfach ein Abenteuer. Ich kann mich nicht auf etwas berufen. Es gibt nichts, wo ich sagen kann, man muss so arbeiten oder so. Und manchmal hat man eine Idee, aber wenn man daran arbeitet, auf einmal ist es weg. Also es funktioniert irgendwie. Ich weiß nur, dass ich ein ganz großes Vertrauen haben muss und nicht ungeduldig werden muss. Das weiß ich einfach. Und hören muss auf mein Gefühl, also zunächst. Und ja, wie gesagt, auf einmal wird so ein kleines Licht an und das ist wie, die Energie ist da, die Lust ist da und diese Dinge plötzlich kommt eins zum anderen und ja, und dann immer wieder durch die tägliche Arbeit, immer wieder da weiter zu versuchen und dann. Das ist schwierig und manchmal schrecklich und so, aber ich denke, jeder, der jetzt so einen Beruf ergreifen möchte, der muss sich einfach tiefst im Innern fragen, was er denn wirklich, wirklich, wirklich machen muss oder möchte. Also, da kann man kann nur so viel lernen. Man kann alles Mögliche lernen und es ist wichtig, eine Grundlage zu haben und alles Mögliche. Aber in meinem Fall, dann muss man sie auch vergessen. Dann muss man sie auch vergessen und fragen, ja, was ist jetzt wichtig? Und ich glaube, da kann man vielleicht, nur so kann sich jeder Einzelne fragen, nicht? Also da kann einem keiner einen Rat geben. Man muss auf sich hören, sich auf sich hören und nicht denken, was denkt der andere oder was wünschen die anderen, was ich machen soll. Sondern erst mal fragen, was, denn ich glaube, wenn man ganz sincere ist, wenn man das kann oder wenn man das überhaupt kann, dann trifft man vielleicht etwas, was wir zusammen haben, was wir gemeinsam haben. Nicht etwas Privates dann, ich spreche nicht über etwas, was privat ist, sondern ich spreche über etwas, wo ich denke, das haben Sie auch oder das haben wir alle. Und aber das kann man nur finden in sich selber, wenn es also richtig ist, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß es überhaupt nicht. Vielleicht eines Tages, aber ich weiß es nicht.